Ein wichtiger Punkt im Servicebereich ist die Bedienungsanleitung, genauer technische Dokumentation. Kein Produkt darf ohne technische Dokumentation ausgeliefert werden. Und hier bildet sich ein Punkt, wo AR von großem Vorteil sein kann. Und zwar ist es möglich, zu diesen gedruckten Informationen neue Informationen in multimedialer Weise hinzuzufügen. Die interaktive technische Dokumentation. Man muss auch sagen, das hier ist nur ein Auszug. Wenn Boll und Kirch einen Filter verkauft, wird dem Filter eine technische Dokumentation von ungefähr 200 Seiten beigelegt. Die Mitarbeiter haben zwar audiovisuelles Material zur Verfügung gestellt, zum Beispiel innerhalb von Schulungen. Allerdings ist es so, dass man diese Bedienungsanleitung hauptsächlich dann hervornimmt, wenn man den Filter warten muss. Diese Wartung ist nur einmal im Jahr nötig. Und das hat zur Folge, dass die audiovisuellen Materialien, die vor einem Jahr in der Schulung gezeigt worden sind, beim Bedarfsfall der Wartung nicht mehr erinnert werden, zum Beispiel, weil einfach der Schulungstermin schon viel zu lange her ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei der Wartung und Instandhaltung des Filters das Kapitel in der Bedienungsanleitung, was für mich interessant ist, zu diesem Kapitel auch noch Zusatzinformationen aufzurufen, die das Ganze vertiefen und besser verständlicher ausdrücken können. Dafür lade ich mir eine App herunter oder gehe online, um in die entsprechende Datenbank zu der speziellen Bedienungsanleitung zu kommen. Und habe hier in der Anleitung Bildmarker, die dann ganz eindeutig den Bildmarker der jeweils aufgerufenen Informationen und dem jeweiligen Kapitel zuordnen und die richtigen Zusatzinformationen, Bilder, erläuternde Videos einspielen.